Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Die Verwirklichung dieser Ayah sehen wir gerade in unserem tagtäglichen Leben. Die Reaktion der Palästinenser auf die heftigsten Prüfungen, die einen Menschen treffen können, zeigen uns, wie wahrhaftig dieser Vers ist. Und daraus lassen sich Lehren ziehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Willen in dieser Welt Realität werden lässt. Seit Jahrzehnten kämpft der Westen dafür, den Islam schlecht darzustellen. So ziemlich jeder Muslim erkennt die Lügen, die verbreitet werden. Häufig müssen wir falsche Annahmen von anderen korrigieren, weil sie mit Halbwissen und Fehlinformationen über den Islam sprechen und meinen, die Dinge richtig verstanden zu haben. Trotz all der Lügen, Unwahrheiten und aus dem Kontext gerissenen Informationen sehen wir, dass aufgrund der Opfer, welche die Muslime in Palästina bringen, tausende Menschen den Islam annehmen. Viele Muslime betreiben Dawah. Sie laden die Menschen dazu ein, den Islam anzunehmen. Es wird Aufklärungsarbeit geleistet und viele Dialoge geführt. Obwohl diese Art, die Menschen zum Islam einzuladen, schätzenswert ist, hat sie nicht allein gereicht, um die Menschen zu erreichen. Viele derer, die derzeit konvertieren, berichten davon, was sie dazu brachte, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Sicherlich lässt sich daraus eine wichtige Erkenntnis machen. Die ganze Welt sieht die herzzerreißenden Szenen aus Gaza. Die Menschen sehen, wie Väter inmitten von Trümmern die leblosen Körper ihrer Kinder liebevoll umklammern. Sie sehen, wie Mütter in Tränen aufgelöst vor dem Leichentuch knien, während sie Dua für ihre Kleinen sprechen. Jugendliche wie du und ich, die sich aus den Trümmern graben und Allah dafür preisen, dass ihren Angehörigen der Märtyrertod zuteil wurde. Und sie sehen blutüberströmte Kinder, welche reifer sind als die meisten Erwachsenen hierzulande. Sie trauern um den Verlust ihrer Eltern und Freunde. Doch wissen sie, dass dieses Leben mit dem Tod nicht endet und dass ihre Geliebten nun beim Alabama sind. Solche Szenen sind es, die Menschen auf der ganzen Welt bewegen und in Erstaunen versetzen. Der Kontrast zu unserer Gesellschaft ist einfach zu groß. Während Menschen aufgrund von Krankheit oder einer schwierigen finanziellen Situation in Depression verfallen, während Menschen aufgrund von Liebeskummer an Selbstmord denken oder sie der Verlust eines geliebten Menschen die Güte Allahs in Frage stellen lässt, scheinen die Persönlichkeiten unserer Geschwister durch die Prüfungen nur noch heller zu strahlen. Ihre Standhaftigkeit, Hoffnung, Gottesfurcht, Mut und ihr Vertrauen auf Allah steigen immer weiter. Ihr Iman richtet ihren Blick auf das Jenseits, weshalb sie in der Lage sind, auch die heftigste Prüfung zu überstehen. Doch trotzdem bitten wir Allah, ihrem Leid ein Ende zu bereiten und ihnen Sicherheit zu gewähren. Das Licht, welches von unseren Geschwistern ausgeht, erreicht die ganze Welt. Und besonders in Teilen der Welt, in denen der Unglaube vorherrscht, fragen sich die Menschen, wie man so ein Leid nur ertragen kann, wie man aus solch einem Unheil gestärkt hervorgehen kann. Die Antwort auf diese Frage geben unsere Geschwister aus Gaza selbst. Ein Bruder, der später zum Märtyrer wurde, sprach mit einem anderen Muslim, der gerade um Verwandte trauerte. Er sagte ihm: Möge Allah mit ihnen barmherzig sein. Möge Allah sie akzeptieren. Weine nicht, du bist ein Mann. Wir sind alle Shuhada. Wir alle sind auf dem Weg der Selbstaufopferung. Sag, zu Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. O Allah, belohne mich für mein Unglück und entschädige mich mit etwas Besserem. Verzeih deinem Cousin, verzeih ihm. Reißt euch zusammen! Dies ist die Erde des Dschihad und der Standhaftigkeit. Wir alle arbeiten für die Sache Allahs. Wofür leben wir? Morgen gibt er dir die Shahada und bringt dich in Firdaus.
Allah hat uns erschaffen und er nimmt uns wieder zu sich. Allah macht, was er will. Und wir bleiben Alhamdulillah standhaft und zufrieden mit der Bestimmung Allahs. Wir sind zufrieden und beschweren uns nicht über die Bestimmung Allahs. Danach wurde dieser edle Bruder gefragt, wie viele Shuhada hast du in deiner Familie? Man könnte meinen, dass er vielleicht nur große Reden schwieg, ohne selbst Verlust erlitten zu haben. Doch keine Seele in Gaza ist unbeschadet geblieben und seine Antwort ist erstaunlich. Bei Allah, meinen ältesten Sohn, er war 22 Jahre alt. Ich habe einen weiteren verloren. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Er wurde zermalmt. Ich habe meine Frau gefragt, mir zu vergeben und ich vergab ihr. Bei Allah, ich verlor beide am gleichen Tag. Er war 3,5 Jahre alt. Subhanallah. Die Spuren des Glaubens, welche wirklich in der Realität gesehen werden, sind es, welche die Menschen bewegt. Die Menschen sehen, was der Islam wirklich aus Menschen macht und was für ungeahnte Kräfte entfesselt werden. Wir erkennen daran, dass die beste Da'wah, die beste Einladung zum Islam, die Auswirkung des Islam auf die Realität ist. Die beste Da'wah ist, wenn die Menschen mit eigenen Augen sehen und am eigenen Leib erfahren, was der Islam in Wirklichkeit ist. Wenn schon nur der Anblick der Standhaftigkeit der Muslime in Palästina dazu führt, dass die Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückfinden, wie ist es dann, wenn sie die Gerechtigkeit des Islams am eigenen Leib erfahren? Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht nicht damit vollenden, Engel herabzusenden. Jetzt gerade erkennen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime dafür nutzt, ihren Iman und ihre Tatkraft nutzt Allah subhanahu wa ta'ala, um sein Licht zu vollenden. So sind die Muslime, welche das verwirklichen, was Allah beabsichtigt, seine Werkzeuge zur Rechtleitung der gesamten Menschheit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter in der nächsten Ayah, er ist es, der seinen Gesandten mit Rechtleitung und dem Dien der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Lebensweisen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Damit aber die Erhabenheit des Islam gegenüber allen anderen Lebensweisen deutlich zutage tritt, muss der Islam auch als Lebensweise für die ganze Gesellschaft und nicht nur zur Selbstverwirklichung umgesetzt werden. Erst so wird der Kontrast zwischen dem, was falsch und ungerecht ist, und dem, was richtig und gerecht ist, deutlich. Jetzt gerade gibt es viele Menschen, die aufgrund des Imans unserer Geschwister vereinzelt in den Islam eintreten. Doch Allah verkündete uns bereits, dass wenn der Islam gesamtgesellschaftlich umgesetzt wird, die Menschen in Scharen, also großen Gruppen, in den Islam eintreten werden. Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen in Allahs Dien in Scharen eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Gewiss, er ist der Reue annehmende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Früchte des Imans unserer Geschwister ein Vorgeschmack darauf sein lassen, was noch kommen wird. Amen.